es soll, das Maß ist voll, so voll, 18 Mal voll, das ist toll. Aber die spezielle Strophe vom ersten Das Maß ist voll Fanclub. Heute sind wir wieder alle hier im schönen Maß, sind uns ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Die Bühne ist jetzt unser, ist Donner jetzt gefrust. Sein Fanclub, habt ihr das gewusst? Ich übersetze, denn hier steht nun sein Fanclub, habt ihr das gewusst? Alles läuft so wie es soll. Das Maß ist voll. Dienstlaken und andere Gäste aus dem Gymnasium, ihr seid Granate. Prost, zum Wohle. Geht schon los. Also, wir gehen jetzt voll in die Vollen. Beim letzten Mal... Roland. Ja. Wir müssen doch erst noch hier... Anstoßen. Achso, der Stolperknabe. Ach, der ist ja... Ach Gott, oh mein. Der merkt wolltest auch, du nicht drücken? Der merkt auch alles. Ich hab gedacht, ich komm drumrum. Scheiße. Okay. Hip-Hop rinnende Kopf, ne? Hallo. Okay, also jetzt wieder völlig im... Stößchen. Finger weg. Finger weg vom Alkohol. Ja. Durch die Nase nächste Mal. Alles kein Problem. Okay. Ist der Fanclub vollzählig? Heißt? Einer fehlt. So, und warum sind da keine Frauen bei, Jungs? Was ist deine Entschuldigung? Warum sind da keine Frauen bei? Was für ein Dinger? Kieferschmerzen. Weißt du, was der braucht? Ein Stolperknaben. Ja, aber das ist doch nicht die Antwort auf, warum sind da keine Frauen drin? Ist es denn erlaubt, bei euch auch weibliche Mitglieder aufzunehmen? Natürlich. Wer von euch, Frauen, hätte denn eventuell Interesse? Du? Sagt er. Ja, da, jetzt ernsthaft? Sag nochmal deinen voll kompletten Namen, damit wir das alle hören. Heidi Flüchter, unsere erste weibliche Clubmitgliedin. So, also das ist jetzt der Anfang von einer wunderbaren Geschichte. Wenn da jetzt auch Frauen mit in den Club kommen, das wird richtig schön. So. Ja, was ist die Woche passiert, Melvin, bei dir? Erzähl mal, gibt's was Neues? Mein Mund tut weh. Immer noch vom Körperknaben. Ja. Ja, also, ansonsten, ich hab mal mein BMI ausgerechnet. Dein BMI? Ja, weil ich. Oh. Ne, weil meine Mitbewohner hat gesagt, hör mal, Melvin, du bist zu fett und so weiter. Und dann habe ich das mal ausgerechnet und habe mir die Tabelle angeguckt und ich könnte 2,10 Meter sein. Ja. Aber ich werde einfach nicht größer. Ne? Nee, das kenne ich. Aber weißt du, ich finde das. Melvin, ein bisschen dick ist nicht slim. Ja, schöne Frauen haben. Schöne Frauen haben Kurven, ne? Also ich. Ja. Ein bisschen dick ist nicht slim. Und ich finde, wie habt ihr das empfunden? Also ich meine, hat der Mai doch bewiesen, eine 4-Tage-Woche funktioniert, oder? Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie der Bürgermeister das so sieht und mit seinen Angestellten. Ne? Dann habe ich eine WhatsApp bekommen. Da steht, hallo Roland, vielleicht kennst du jemanden. Falls jemand Interesse hat, ein Kumpel von mir hat ein Ticket für das erste Spiel der Nationalmannschaft bei der WM in Russland gekauft. 17.06.2018 um 17 Uhr, ohne darüber nachzudenken, dass am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet. Hat eventuell jemand aus eurem Bekanntenkreis Interesse? Die Kirche wäre in Bochum, die Frau heißt Sandra. Ja, ich finde, ist legitim zu fragen, ne?
Aber hier, Thema legitim. Wo ist ja unser Fotograf hier? Da ist er, da ganz hinten. Ne? Komm mal in Ruhe nach vorne. Also das ist auf der einen Seite ist das ernst, was ich jetzt sage. Dirk, du bist der Fotograf. Wir haben uns im Vorfeld, Dirk Pötter, hier nochmal einen schönen Applaus. Im Fotografiert im Auftrag von Fotowolf. Du machst immer schöne Fotos, die wir dann auf Facebook sehen können. Auch nochmal dir, Axel, vielen Dank für den Support, für die Unterstützung. Kannst du nochmal in zwei Sätzen mal sagen, was diese neue DSVGO irgendwie... Sag mal, was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Gut, das heißt, also er hat, das ist kurz und bündig, mehr wollte ich auch nicht von dir. Also wir ziehen das jetzt durch, ich zähle jetzt von 10 bis 1 und ihr dreht euch jetzt um und erst bei 1 dreht ihr euch wirklich wieder zur Bühne. Also, ich möchte keinen in der Linse sehen, keinen in der Linse sehen, ja, keinen in der Linse sehen. Ich zähle jetzt in Ruhe runter, da muss ich jetzt das Foto natürlich machen, so, es geht los. 10 und keiner guckt nach vorne, auch nicht zur Seite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Jawohl, das wird ein Foto und das werden wir mal, ist das her? Das könnt ihr nicht sehen, aber gleich auf Facebook, das ist so herrlich. Alle schön mit dem Rücken zu uns. Euer Applaus, vielen herzlichen Dank. Jetzt geht's los. Ja, wie gesagt, nochmal jetzt ernsthaft, wenn jemand unter Ihnen, unter euch ist, der nicht auf Facebook gepostet werden möchte, ja, dann bitte kommt er zum Fotografen und sagt, dass er das nicht möchte, dann nehmen wir den Namen auf, das ist jetzt wirklich ernst, sonst gibt es möglicherweise auch wirklich Schwierigkeiten. Okay, was ja bei uns üblich ist, unser erster Talkgast wird wie immer musikalisch begrüßt und Melvin, bist du soweit bereit? Ja, aber sicher. Sicher. Nochmal nachspülen oder? Ja, ready? Ich habe ja noch kein Wasser gekriegt. Wasser kommt jetzt gleich nochmal. Wasser kommt jetzt gleich nochmal. Okay. Ja, wir starten. Und wie das immer so ist im richtigen Leben, Vorspiel ist wichtig. Ne? Ich habe gedacht. Hättest du den nicht irgendwie ankündigen können? Ich wundere mich, weil wir kennen uns ja schon länger, ne? Aber. Da scheint er jetzt wohl doch. Ja, und jetzt endlich findest du das Vorspiel mal wichtig. Jetzt kommt ein Mann vom Fußball, den fast jeder kennt. Ein Libero-Weltmeister, ein Schalke-Referent. Der wahre Olaf Thon ist heute unser Gast. Wir heißen dich willkommen. Ich denk, der Platz hier passt. Alles läuft so wie. Es soll, das Maß ist voll, so voll, super voll mit Olaf Thon. Welcome, willkommen in Dienstlaken. So, du bekommst das Mikrofon. Schön, dass du da bist, Olaf. Du hast es nicht weit gehabt. Was sind deine ersten Sätze hier zu dieser fantastischen Weltstadt Dienstlaken? Ja, hat Eva Habermann auch gesagt. Ja, ich bin ja nicht weit angereist von Schermbeck. Ich hätte fast mit dem Fahrrad fahren können bei dem schönen Wetter. Möchte mich bei Reinhard Hofacker recht herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Denn er hat mit dir dafür gesorgt, dass ich heute hier sein darf. Hab auch schon ein Bier getrunken auf der Terrasse. Hab mich mit dem Boxer unterhalten, mit dem Ringrichter, ja, mit dem Gärtner, also alles war dabei. Und, aber nicht mit dem Mörder. Ja, alles nette Leute. Bisschen rustikal, aber das gehört dazu, das kennen wir Schalker. Ich bin ja auf Kohle sozusagen geboren in Gelsenkirchen, in Horst. Und schön bei euch zu sein. Dankeschön, Olaf Thon. Also ein Wässerchen bestimmt, aber noch was anderes, ein Gemisch irgendwie, eine Short. Ich würde noch ein Bier nehmen. Ein Bierchen. Veltins haben wir nicht. Es reicht ja, wenn wir es einmal erwähnt haben. Okay. Also bis das Bier kommt, kann es ja hier stehen bleiben. Okay, ist verstanden worden. Gabi, Bierchen kommt, ne? Super. Ich habe auch noch eins. Ja? Hat einer ein Tempo oder sowas? Ich bräuchte das mal eben. Ja. Oder ein Taschentuch oder so. Ja. Gib mir einen raus, bitte.
Oh, oh, das aber danke. Ja. Wobei die... Hier ist für später. Oh, ist für später, danke, Jim. Also das werde ich niemals waschen, weil das hat mir Olaf Thon mit seinen eigenen Händen übergeben. Das werde ich hier herrlich. Fantastisch. Ja, habt ihr auch schon gesehen. Wir reden heute über Olaf Thon. Das sind alles Zeitschriften hier, die über Olaf Thon geredet. Und als ich heute oben war im VIP-Raum, habe ich alles fotografiert mit meinem Handy für meine Statistik. Und dann kann ich wieder angeben, auch bei meinen Kindern, die gar nicht mehr so wissen, was ich alles so gemacht habe. Ja. Und da werde ich mal ein bisschen angeben wieder. Jetzt Stichwort Kinder. Wie alt? Darf man drüber reden so ein bisschen? Und was machen ja, die? Ja, die eine ist 28, die andere 25 und arbeiten. Die eine bei Yves Rocher, die andere bei einem Unternehmen in Gelsenkirchen, kaufmännische Angestellte. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh, dass mir kein Junge gelungen ist. Denn ob das alles so gut gewesen wäre, ich sehe das jetzt bei meinem Freund Martin Max. Der hat ja einen Sohn spielen bei Augsburg. Und naja, wie der immer mitleidet und auch seine Frau, die Silke. Und naja, ist der immer oben, mal unten und die leiden richtig mit. Und das Problem habe ich nicht, Gott sei Dank. Aber das heißt, deine beiden Töchter sind auch sportlich jetzt gar nicht so affin? Oder, also sagen wir mal so, die sind untalentiert, was Fußball betrifft. Ja. Und die eine reitet ein bisschen. Aber schon ab dem 10. Lebensjahr. Ja. Und die andere joggt auch gerne und geht ins Fitnessstudio. Also die sind relativ fit, ja, kann man sagen. Aber ihr macht das unabhängig voneinander. Also Papa und Töchter gehen jetzt nicht ins Fitnessstudio. Nee, aber wir gehen schon mal zusammenlaufen mit der älteren Tochter. Ist aber jetzt schon ein bisschen her. Aber einen Ball dreimal hochhalten können die nicht. So, Ball dreimal hochhalten war bei dir aber als Junge schon mit der Muttermilch, Papa, Mama schon. Nee, mein Vater ist 1967 deutscher Amateurmeister geworden mit der STV Horst Emscher. Und da habe ich dann mit 7 Jahren auch begonnen, bin 66 geboren, also 73 begonnen und bis 80 dort gespielt und dann ab der B-Jugend nach Schalke. Und ja, dann mit 17 Jahren erstes Spiel gemacht gegen Charlottenburg und dem Tor hat gestanden. Das wäre jetzt eine tolle Überleitung vielleicht zur Nationalelf. Köpke, der hat bei Charlottenburg ein Jahr gespielt und die waren in ihrer Geschichte auch nur ein Jahr in der zweiten Liga. Und ich auch. Schöne Brücke, kommen wir natürlich nochmal dazu. Statistisch möchte ich jetzt nochmal, oder Statistik, die möchte ich nochmal ein bisschen kurz Ihnen oder euch rüberbringen. Du hast es selber schon erwähnt, STV Horst Emscher, 72 bis 80. Kontrollier das mal. Ja, ne? Siehst du, das steht sogar drauf. Siehst du, ja, hier, ja, okay. Genau, jetzt machen wir mal Test. Also, dann Schalke 04, 80 bis 83. Und dann ging es in die Herren. Ja, dann war natürlich Schalke 04, 83 bis 88, 167 Spiele, 56 Tore. Ja, genau, Vorsicht. Ja, Applaus wert, ne? 167 Spiele, 56 Tore. Ja, also mehr oder weniger ganz schnell jedes dritte Spiel ein Tor reingehauen. Ja? FC Bayern warst du von 88 bis 94, 148 Spiele, 30 Tore. Und dann ging es ja wieder zurück, ne? Weil der Junge aus dem Pott, der hatte vielleicht nicht da so lange, da werden wir auch nochmal drüber reden, warum, weshalb, wieso. Ja, warum jetzt so wenige Tore kommen? Ich habe nämlich als Stürmer begonnen, mit der Nummer 10, als zweiter Stürmer hinter dem Mittelstürmer und bin dann ein offensiver Libero geworden, der so zwischen oder eigentlich auf gleicher Höhe oder davor der Viererkette gespielt hat und habe sozusagen dem Lothar Matthäus und Matthias Sammer diese Position beigebracht. Und deswegen habe ich dann, als ich zurückkam 1994, nicht mehr so viele Tore gemacht, aber auch viele Konter eingeleitet und vorbereitet, aber nicht mehr so viele geschossen. Und der Höhepunkt sicherlich kommt jetzt. Ja gut, das will ich nochmal ergänzen. Es waren 166 Spiele, damals dann auch noch in Schalke. Und bei der hat er recht, 13 Tore, es wurde weniger. Aber du hast ja auch einiges halt vorbereitet. Aber dann kommt die Nationalmannschaft. Ja, ich weiß ja nicht, ob du das jetzt als den Höhepunkt natürlich benennst. In der Statistik wollte ich jetzt die Nationalmann ansprechen. Ja, doch, Höhepunkt ist ganz klar gewesen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber da dort zu sehen, das 6:6, ich war 18 Jahre und einen Tag. Und da gibt es eine besondere Geschichte. Ich habe immer am 1. Mai, immer am Feiertag Geburtstag. Ja. Und aber am 2. Mai war das 6:6 gegen Bayern im Parkstadion. Ja, wie macht man das? Wie feiert man seinen Geburtstag? Und das Schöne war,
und Rudi Assauer hat da mitgespielt. Der hat nämlich immer am 30.04. Geburtstag. Ah. Also wir sind Stiere. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben in der Kneipe in Beckhausen gefeiert. Also ich habe meinen Geburtstag gefeiert an dem Tag, an dem Rudi Assauer Geburtstag hat. Und er hat ab 18 Uhr am 30.04. Auf seinem Geburtstag für meinen Geburtstag, der dann noch kommt, gezapft. Ja. Ne? Bis Mitternacht, dann war mein Geburtstag und um 2 Uhr war Feierabend und am anderen Tag habe ich trainiert am 1. Mai und am 2. haben wir dieses 6:6 gemacht. Heutzutage unmöglich, dass der Manager mit dem Spieler feiert und dann noch einen Tag vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte. Ja. Aber trotzdem nochmal, wer von euch ist fußballaffin? Und wer nicht so? Also kaum noch. Also das, hätten wir nicht gedacht. Nee, Wahnsinn, aber trotzdem, das 6:6 war... Wir Duisburger reden halt nicht so gerne über Fußball. Ne? Aber ihr habt doch Ennert. Ja. Genau, Ennert. Nee, gut, aber das 6:6 ist dann wahrscheinlich auch den meisten bekannt, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber du warst ja mit einer der drittjüngsten Spieler, 17 Jahre, wenn du das erste Profispiel gemacht hast? Nee, es ist so, ich bin der drittjüngste Nationalspieler nach dem Krieg. Eigentlich war ich immer der zweitjüngste und dann hat sich ein Ex-Bayern-Spieler, jetzige Zecke, zwischen Uwe Seeler und meiner Wenigkeit gezwängt, sozusagen. Mario Götze. Ne? Er hat uns aber zur Weltmeisterschaft geschossen und höchstwahrscheinlich ein toller Typ. Ich kenne ihn jetzt nicht näher. Hat viel mit Verletzungen auch Pech gehabt und schade, dass er nicht dabei ist. Ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er nochmal richtig fit wird und bei der WM dabei ist. Schade, denn ohne sein Tor wären wir nicht Weltmeister geworden, 2014. Ne? Ja. Als du 17 warst, was war das für dich? Was war das für ein Gefühl für dich? Du hast dann am Ende der Saison... Also ich hatte schon Gefühle, aber andere. Ja. Aber ne, du bist Profispieler, 17 Jahre. Am Ende der Saison hast du 14 Kugeln reingehauen. Wie geht man damit um? In der ersten Saison... Warst du total stolz oder hast du gesagt, das ist halt so? Ja, ich bin ja ins Trainingslager als A-Jugendlicher mitgefahren und da hat mich ja keiner auf der Rechnung gehabt. Ja. Und ich habe mich dann durchgesetzt und Dietelm Ferner, der damalige Trainer, hat mich dann von Anfang an gebracht und hat gesagt, du bist mein Mann. Der Rudi Assauer hat mich auch immer unterstützt. Und dann hat es 14 Spiele gedauert, bis ich mein erstes Spiel gemacht habe. Damals gab es 38 Spiele und ich habe alle gemacht und habe am Ende 14 Tore. Obwohl ich erst am 14. Spieltag gegen Ulm, SSV Ulm, irgendwie 1846, da wo der Uli Hoeneß herkommt, da habe ich dann mein erstes Tor gemacht. Und dann ging der Weg so weiter. Das Jahr 1988 war, Schalke war nicht so. Wir sind abgestiegen, ja. Und dann bin ich zu Bayern, habe es nie bereut, habe in München eine schöne Zeit, 6 Jahre gehabt. Ich habe in München geheiratet, aber die Frau, die ich aus Gelsenkirchen mitgenommen habe, die Andrea, und die ist immer noch meine Frau, seit 28 Jahren. Am 6. November haben wir 29. Hochzeitstag. Ja, es ist wirklich ein Kompliment wert, weil jedes Jahr wird schwieriger. Ich brauche den Männern hier nichts mehr sagen. Denn, für wen? Für deine Frau? Nee, für mich. Für uns Männer. Warum? Ja, mit 16, als ich sie kennenlernte, da sind wir essen gegangen, da hat die immer nach unten geguckt und wenn ich gesagt habe, und, geht's dir gut? Dann hat sie gesagt, genickt. Ja, ne? Ja, und dann ändert sich das so ein bisschen. Und heute geht das genau umgekehrt. Deine Frau fragt dich, geht's dir gut? Und du? Ja. So ungefähr, ja. Das ist auch noch ein Applaus wert, oder? Nein, das kriegen wir aber. Ich bin ja der gleiche Jahrgang, aber nicht 29 Jahre verheiratet, aber ich glaube, da gibt es viele, viele Tipps, wie man das auch gut schaukeln kann. Der Wechsel zu Bayern, du sagtest ja, Verona war im Gespräch, aber ich glaube, da war ja dann später auch... aber nicht Verona Poth. Nein, da war ja Dieter Bohlen drin. Dran, ja. Gut, dann Stichpunkt WM. 1990 Italien. Erzähl mal, wie war das deine erste Gruppe? Man muss zurückgehen, ich bin ein halbes Jahr verletzt gewesen. Ich habe einen Syndesmosenriss, das ist zwischen Schien- und Wadenbein ein Band und das war gerissen. Da musste eine Schraube rein, fast 10 Wochen und ich fiel fast ein halbes Jahr aus und habe dann mein erstes Spiel Mitte April gemacht, weil ihr seht ja auch jetzt die Probleme Boateng und Neuer. Und die hatte ich damals auch und weil der Franz Beckenbauer mich so mochte und hat gesagt, den kann ich noch gebrauchen. Ich habe, glaube ich, 4 Spiele noch gemacht für Bayern und sind dann auch, ich überlege gerade, sind auch deutscher Meister geworden.
Und ja, dann habe ich mein erstes Spiel gegen Kolumbien gehabt, wurde eingewechselt und dann das zweite Spiel gegen England. Da habe ich von Anfang an gespielt und am Ende habe ich dann des Spiels den letzten Elfmeter für Deutschland reingeschossen. Also ich muss schon sagen, wenn ich nachts manchmal aufwache, davon träume, dann denke ich, hoffentlich habe ich ihn reingemacht. Ehrlich? Ja. So träumst du wirklich, ja? Kommt schon mal vor. Ist aber jetzt 10 Jahre her, ja, so, ne? Ja. Aber ich will nur sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass England so schlecht ist, das wusste ich damals noch nicht mit der Geschichte, weil gegen England gewinnt ja jeder im Elfmeterschießen, ne? Und von daher, aber es ist eine brutale Situation und das sieht man auch immer wieder bei entscheidenden Spielen, bei EM, WM und Endspielen, wenn es zum Elfmeterpunkt geht, dann versagen oft die besten Fußballer. Ja. Haben wir ein bisschen vorbereitet. Es gibt auf YouTube ein Video, da sagt Franz Beckenbauer zu dir, den Olaf Thon, den kannst du nachts wecken, der für den Elfmeter, das ist eine ganz coole Sau. Das ist eine ganz coole Sau. Ja. Der hat da gar keine Emotionen, der zeigt das, der macht das. Du kannst ihn wecken, der macht das. Ja. Das ist ja, also im positiven Sinne. Da legst du ihn nieder. Da legst du ihn nieder, ja. Also hat er schon mal angerufen um 11? Es ist der Kaiser zu der Zeit 1990. Ja. Es war... Wenn er jetzt durch die Tür gekommen wäre, es wäre eine Lichtgestalt gewesen. Es ist wirklich so. Der hat, da war eine irgendwie Aura, was, ne? Da war Aura, Flora und alles. Ne? Ja. Und also ein Traum und ein Mensch. Und deswegen, weil es ihm jetzt nicht so gut geht, auch körperlich nicht und dann mit den ganzen Affären, die dann auch sind, mit 2006, mit der Schmiergeldzahlung, da bin ich immer ein bisschen traurig, wenn ich ihn dann sehe in der Zeitung oder im Fernsehen. Ja. Das war wirklich eine schöne Zeit. Mit ihm auch für die Fußballer unter uns, wenn man 4 gegen 2, 5, 6 gegen 2 spielt, Kreis nennen wir das, obwohl es ja eigentlich ein Quadrat ist. Und wenn der Kaiser mitgespielt hat, ne, der ist ja nur so immer... Als wenn der den Walzer tanzt, der hat auch nicht geköpft, ne? So. Oh. Aber wie der am Ball war, der hat. Haben wir das? So. Ne? Also, es war so phänomenal. So ein bisschen Sonnenkönig, ne? So ein bisschen herrlich. Sonnenkönig. Nein, genial. Aber zurück zu Lichtgestalten, zu Leuten, die was bewirkt haben. Rudi Assauer ist so auch so einer. Auch da ganz traurig, ganz schade, dement. Und es gab ja eine Zeit, da wollte Assauer, aber da glaube ich, da ging es ihm noch ganz gut. Du warst dann in Bayern. Bayern ging aber langsam jetzt wieder runter für dich. Du wolltest wieder wechseln. Ich war verletzt, hatte damals Achillessehnen-OP. Und nach 8 Monaten habe ich dann erstmalig wieder gespielt. Und der Rudi Assauer hat mich dann zurückgeholt, obwohl noch keiner genau wusste, für die 3 Millionen, die er investiert hat, ob ich überhaupt spielen kann. Ja. Und Präsident 94 war das. Ja. Und dann kam ja der Aufstieg mit den Eurofightern. Ne? Ja. Ihr kennt ja alle das Lied. Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show. Ja, und so weiter. Ja. Ne? Also nochmal, als ich das gegoogelt habe, hat Olaf Thon in dem YouTube-Video fast keinen Ton getroffen. Das war heute anders. Super. Das war ja so ein kleiner, sag mal, schneller Durchgang über deine ganze Karriere. Die hörte dann zwar 2002 auf, aber es ging ja weiter. Du bist dann... Es gab auch ein schönes Abschiedsspiel am 18. Januar 2003 und ich habe mir dann den FC Bayern eingeladen, ne? Da hat Ballack noch gespielt, Kahn gespielt, Elber hat das entscheidende Tor gemacht für Bayern, wir haben die gewinnen lassen, über 60.000 waren in der Arena, 20.000 Münchner, 40.000 Schalker, das war richtig ein Abschied, wie ich ihn mir gewünscht habe und dann habe ich meine Saison oder meine Karriere ausklingen lassen und habe ab da mit dem Golfen angefangen und das spiele ich bis heute noch. Und wir haben auch einen großen Aufhänger, der Schalker Golfkreis, wenn ihr mal auf die Internetseite geht. Wir haben jetzt wieder am 8. und 9. haben wir unser Turnier im Juli. Wo genau? In Gelsenkirchen, Leite, da wo Gelsenkirchen-Bur ist, Abfahrt zum Stadion. Und wir werden dann die 1 Million knacken für Kinder in Gelsenkirchen, die wir erspielt haben in 11 Jahren. Also eine tolle Leistung. Ja. Fantastisch!
Erwin Kremers ist unser Präsident, Klaus Fischer ist dabei, Peter Neururer und viele andere. Gerald Asamoah ist immer bei der Feier dabei, der spielt kein Golf. Ja. Also, ja. Kann er nicht oder will er nicht? Der kann und will nicht. Der kann und will nicht, ja. Und haben sehr viel Spaß, ja. Olaf Thon, hier beim 18. Das Maß ist voll. Vielen herzlichen Dank. Darf ich noch eins sagen? Wir sind noch nicht fertig. Aber ja, ich weiß, wir haben nichts fertig, aber... Also ich habe hier für euch habe ich Autogrammkarten, ich habe die schon unterschrieben, sind drei verschiedene. Ich werde die nachher dir geben oder ich werde sie verteilen, wie ihr wollt, oder ihr könnt euch die hier wegnehmen. Und dann habe ich drei Bücher mitgebracht. Darf ich darüber was sagen? Da können wir was sagen, aber ich habe gedacht, das machen wir nachher. Später. Aber mach das jetzt schon. Wir machen jetzt schon Werbung dafür. Ja? Ja, gerne. Bitte. Ich bin dafür. Also ist kein Buch von mir, also deswegen Werbung ist für Uli Potowski. Und der hat ein neues Buch, immer zur EM, WM, schreibt er immer Kinderbücher, die über Fußball sich drehen. Und diese drei Bücher habe ich für die zwei nächsten Gäste, weiblichen Gäste, mitgebracht und natürlich für dich auch eins. Danke sehr. Und Uli Potowski hat auch eine persönliche Widmung reingeschrieben, okay, mit freundlichen Grüßen, hat dann noch so ein bisschen gemalt. Und Uli Potowski ist wirklich ein toller Typ, der macht zweite Liga-Kommentator bei Sky, ist Mr. RTL gewesen aus Luxemburg und ein super Typ. Ne? Also das dazu. Vielen herzlichen Dank, du bleibst bitte noch bei uns. Und genieße noch, bleib bei uns, nicht weggehen, denn wir begrüßen natürlich musikalisch immer unseren nächsten Gast. Und jetzt auf geht's. Der nächste Gast ist weiblich, die Frau vom Triathlon. Mit Fahrrad und mit Füßen schwimmt sie uns davon. Wir reden nicht vom Eis und auch nicht von der Kufe. Wir heißen nun willkommen Frau Mrs. Marin Hufe. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Marin Hufe! Das ist dein. Ja, gerne. So, jetzt muss ich mal ganz schnell das Mikro hier nehmen. Marin. Wie lief dein Tag heute ab? Ich glaube, wir haben schon gewhatsApp heute Morgen. Da hast du eine Frage gehabt. Da sagst du zu mir, alles klar, danke, weiß Bescheid. Ich bin jetzt schon wieder beim Schwimmen oder Laufen. 6.25 Uhr war das da. Bin dann los zum Laufen. Und was hast du dann, wo bist du gelaufen? Wie lange? Ich bin von zu Hause losgelaufen. Wir haben uns um 7 Uhr im Auestadion getroffen. Wir haben da eine sogenannte Bahnwarngruppe. Die sich immer donnerstags morgens um 7 Uhr trifft. Bahn. Genau. Von Wahnsinn. Ja, genau, ja, okay. um die Bahn zu laufen im Wahn. Und ja, ich bin heute Morgen raus und habe mir gedacht, 6:30, gefühlte 35 Grad und 110% Luftfeuchtigkeit, ja, bin ich denn hier in Thailand. Wir waren 8 Leute, hatten eine super Trainingssession und... So, und bevor du dieses harte Training in deinem Leben vollbracht hast, hast du ja vorher was anderes gemacht. Was hast du, du hast was gelernt, du hast eine Ausbildung gemacht. Vielleicht erzählst du das auch noch ein bisschen, das hat ja auch was mit Banker zu tun, das war zwar der falsche Verein, glaube ich, damals, ne, für den Herrn Hofacker. Aber du hast eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht? Richtig, nach dem Abitur oder während... der Jahrgangsstufe 12 oder 11 wusste ich noch nicht so wirklich, was ich machen sollte. Und meine Eltern haben gesagt, mach erst mal eine Ausbildung, Kind, die kann dir keiner mehr nehmen. Okay, dann mache ich mal eine Ausbildung, weil ich hatte Bio-Erdkunde-LK, aber ja, was soll man damit machen, außer auf Lehramt studieren. Ja. Und da habe ich gedacht, eine Ausbildung ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, okay, was für eine Ausbildung? Ja, Bank, da muss man sich zuerst bewerben. Okay, dann habe ich mich als Bankerin beworben und sowohl die Sparkasse als auch die Volksbank haben mich eingeladen und ich habe diesen Testdurchlauf gemacht und ich hätte da anfangen können bei beiden Banken, habe mich dann für die Volksbank entschieden. wenn gleich meine ganze Familie Sparkassenkunden sind.
Ja, und habe zu beiden Banken eine sehr gute und freundschaftliche Beziehung heute noch. Also wenn man auf die Sponsorenliste von ihr auf der Homepage schaut, dann glaube ich, sind da beide drauf. Irgendwo habe ich das gesehen, meine ich, gell? Ja, richtig. Sowohl die, die NISPA als auch die Volksbank Rhein-Lippe unterstützen mich. Und darauf bin ich als regionale Sportlerin natürlich angewiesen, weil im Triathlon lässt sich nicht ganz so viel Geld verdienen und bin da auch sehr dankbar für den Rückhalt aus der Region. Aber bevor wir jetzt nochmal richtig zu dem Sport nochmal schauen, nochmal der eine Ausflug, also du hast dann auch dementsprechend nochmal Betriebswirtschaft studiert, European Business, du warst in Chile, Automobile, VW, Mexiko, was hast du denn da alles gemacht? Ja, ich habe... ich habe erst die Bankausbildung gemacht und dann habe ich Bankbetriebswirtschaft am Wochenende studiert und da bin ich so vom Reiten aufs Laufen gewechselt, weil es halt einfach zeiteffizienter ist, weil in der Woche arbeiten, am Wochenende studieren und dann noch reiten, da Kellnern habe ich auch noch gemacht, 10 Jahre lang. Ja, am Kornmarkt, ne? Am Kornmarkt, also ich fühle mich in einer urigen Kneipe sehr wohl. Ah, sehr schön. Ja, aber es war halt alles irgendwann zu viel des Guten und da musste ich mich entscheiden und ja, bin dann mit der Betriebssportgemeinschaft von der Volksbank damals zum Laufen gekommen. Ja. Und ich hatte immer Interesse an anderen Kulturen und anderen Ländern, vorwiegend Südamerika, so die Latinos, die sind ja immer ganz nett, ja, und... Hat sich denn da was mal ergeben zu so einem Latino? Du sprichst Spanisch? Ja, ich spreche Spanisch, aber ich habe halt auch gemerkt, dass das ganz schön anstrengend ist mit so Latinos. Ja? Ja, weil ich meine, ich sag mal so, die deutsche Struktur, die wir haben, ja, da wird alles 8-mal am Tag umgeschmissen und daher bin ich auch gern wieder zurückgekommen. Schön, dass du hier bei uns bist. Marien Hufe, wir werden jetzt noch einiges über ihren Sport erfahren und zum Triathlon bist du gekommen durch ein Geschenk, also ein Buchgeschenk eines Laufkollegen. Und dann hast du das, worum ging es in dem Buch da? Wir standen zusammen. Es war der Drei-Wiesel-Lauf, der jetzt am Sonntag auch wieder stattfindet in Wesel. Im Dreierteam wieselt man um den Auesee, meine zweite Heimat. Und wir standen nachher beim Bierchen zusammen und dann sagte ein Freund von mir, ach du Marien, ich würde mal gern den Original-Marathon von Marathon nach Athen laufen. Und ich war zu der Zeit im Auslandsstudium und war Reisen gewohnt und habe gesagt, ja, ich kann mal gucken, ob ich da was organisieren kann. Wir sind mit 18 Mann nach Athen geflogen, haben da den Marathon gelaufen. Und als Dankeschön habe ich dieses Buch bekommen mit 8 Stunden Training die Woche zum Ironman. 8 Stunden? Und ich habe mir... Also dieser Freund wollte natürlich Triathlon machen, dass er mir das geschenkt hat, war nicht ganz uneigennützig. Nach Abschluss meines Studiums nach Kuba geflogen, nach Havanna, habe mir da ein Fahrrad gemietet, war gar nicht so einfach eins zu finden, ja, und bin dann 4 Wochen alleine durch Kuba gefahren. Alleine? Okay. Ich spreche Spanisch, Kuba ist eins der sichersten Länder auf der Welt. Ja. In Südamerika hätte ich es nicht gemacht, außer in Kuba und... Ja, habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen und auch Radkilometer gesammelt. Nur noch mal für Sie und für euch. Wenn wir vom Triathlon reden, reden wir von 180 Kilometer Radfahren, von 3,8 Kilometer Schwimmen und von 42,15. Diese krumme Zahl kommt, weil aus Athen nach Marathonas. Das ist genau diese Distanz. Und du hast die gesamte, oder deine Bestzeit war 8 Stunden 57, ist das richtig? Ja. Das war das, aber das fing erst dann später an. Natürlich musstest du dich erstmal in die jeweiligen, in den jeweiligen Disziplinen auch erstmal stärken und kräftigen. Laufen und Radfahren ging schon einigermaßen, aber jetzt musste ich ja noch schwimmen. Und dann habe ich den angesprochen, Dr. Zerbe, Triathlon-Kollege von man mir. Man kennt sich, ja. Er ist ein Arzt aus Friedrichsfeld hier. Okay. Und habe ihn angesprochen, habe gesagt, ja, ich würde gern Triathlon machen und muss schwimmen lernen. Dann sagt er, ja, komm Dienstag zum Training, 8 Uhr, Hallenbad Friedrichsfeld. Okay, ich hatte keinen Badeanzug und da habe ich gedacht, kann ich da in meinem Strandbikini jetzt hingehen? Und ich war so froh, dass ich mir einen Badeanzug gekauft habe. Und dann ging es richtig, richtig in die Vollen. Was magst du, oder was ist für das jetzt Einfachste? Radfahren, Schwimmen?
oder ist es egal wie, du musst am Ende der Distanz immer leiden und immer japsen? Also ist alles anstrengend. Alles anstrengend. Ja. Wie motivierst du? Also ich sag mal, beim Schwimmen, wenn der Startschuss fällt, dann schwimme ich erstmal all out, ja, bis ich die Füße nicht mehr halten kann. Ja. Und dann ja, lasse ich vielleicht ein bisschen nach. Und beim Radfahren genauso, wenn ich die Chance habe, bei einer Gruppe zu bleiben, dann nutze ich die. Und wenn ich die ersten 10 Kilometer all out fahren muss, dann ist das so. Na? Und du hast in 2011 den Ironman in Frankfurt, die Qualifikation für Hawaii geschafft. Und den hast du in Hawaii in 9:37. Ja, es war ein Hammerrennen da. Ja. Bevor du so ein bisschen darüber berichtest, ich weiß nicht, ob ihr das auf Facebook, gibt ja hier auch das Maß ist voll auf Facebook, ja. Da bin ich ja, vorige Woche war das Freitag, glaube ich, haben wir trainiert, wir beide. Dann sagt sie, pass auf, per WhatsApp hat sie mir geschrieben, 40.45 Sek. 12 km/h. Okay, ich komme an, da sagt sie, also Roland, wir werden 40 mal 45 Sekunden, Klammer auf, 15 Sekunden Päuschen, bei 12 km/h, bei 5% kam auch noch, 5% Steigung auf dem Laufband trainieren. Dann hat sie mich gefragt, wie lange, was hast du für eine Pace, wenn du 5 Kilometer läufst? Da habe ich gesagt, ja, manchmal 6, manchmal 45, je nachdem. Ne? Dann habe ich, sie hat dann gesagt, okay, dann läufst du nur 9 km/h und du hast 12, wir hatten die beide gleiche Steigung gehabt. Und bei der Wiederholung, lass mich nicht lügen, ich glaube schon bei 23, merkte ich einfach, ich muss längere Pausen machen, klappt einfach gar nicht. Bei 10 hatte ich nochmal gefragt, hast du gesagt, nee, alles gut, Tempo. Alles klar, ne, alles klar. Ja, bitte, bitte. Also erstmal, warum habt ihr mich nicht angerufen? Ja, dann... Ich habe auch WhatsApp, du hast für jeden Mist hast du geschrieben. Ne? Und ich habe mich schon zurückgehalten. Ja. Und ich bin ja auch 3 Marathon gelaufen und deswegen wollte ich mal Ihre Zeit bei Ihrem besten Marathon wissen. Meine Bestzeit war der Ruhrmarathon, 2006 war es, glaube ich. Und den letzten bin ich 2009 gelaufen. 2006. Und ach so! 2006, den letzten bin ich in Berlin gelaufen, 2009. Und meine Bestzeit ist 3 Stunden 54 Minuten. Und deshalb die Frage, die Bestzeit oder allgemein die Zeiten, so die du da gelaufen bist. Ja, also Schwimmen ist meine schwächste Disziplin. Ich schwimme so eine knappe Stunde auf die 3,8 Kilometer. Fahre dann, wenn es eine gute Radstrecke ist, eine schnelle Radstrecke, 39er Schnitt, also eine rund eine 4,40. Und ich laufe hinten drauf knapp unter 3,10. Ja, alles klar. Also da seht ihr das mal. Da seht ihr das mal. Die schwimmt erstmal, dann fährt sie Fahrrad und dann nimmt sie mich noch Huckepack. Ja. Olaf, ich kann dich gern morgen zu meinem Lauf einladen. So, jetzt also, bist du dran, Olaf. Ja, morgen ist Feiertag. Ja, eben. Wir machen Party. Hart, aber herzlich. Aber wir können sicherlich mal irgendwas einbauen, wir drei. Aber siehst du, haben ja noch eine Dame, vielleicht sind wir dann ein Quartett. Siehst du, da lässt sich bestimmt noch was draus machen. Also, da sind wir jetzt alle Zeuge, da passiert jetzt noch was. Jetzt habt ihr mich angefixt. Jetzt hat er mich angefixt. Für jeden... Eine WhatsApp, pass mal auf, wir werden uns schön treffen und dann wirst du uns was... Ja, eine WhatsApp-Gruppe machen wir mal. Wie wir die nennen, das können wir nachher nochmal dann gleich. Also ich möchte aber sagen, wenn jetzt ihr berichtet über eure Zeiten, der Olaf berichtet über seine Zeiten, 2006er, also da war der Jahrgang, ne? Also ich bin auch... Ja, 2006 hast du gesagt, ne? So 2006 war das, ne? Sagte jeder 2 Stunden 6, ne, 2006. Ne? Sommermärchen, ja. Ne, also dann sag ich jetzt auch einfach mal, ich bin ein Sprinter, also ich 60, 80 km/h, Mercedes ist ganz toll, also der Sprinter schafft das. Gut, nichtsdestotrotz, jetzt haben wir genug geredet über unsere Trainingseinheiten. Und Hawaii, das war der Punkt, wenn ich das richtig gelesen habe, du warst vorher, warst du Amateurin. Und das war der Punkt, wo du sagtest, du hast eigentlich alles erreicht im Amateurbereich. Und dann gingst du in die Profiliga. Was ist daran jetzt anders? Die Zeiten bleiben gleich, die Trainingseinheiten bleiben gleich. Sind das andere Randbedingungen? Ja, also als Amateurin habe ich halt komplett autark trainiert. Also ich hatte keinen Trainingsplan, ich hatte keine Trainerin. Und ja, dann bin ich in die Profiliga gewechselt, habe mir einen Trainer genommen. Mhm. Und
Es fiel mir anfangs sehr, sehr schwer, zum einen mich an den Trainingsplan zu halten, allein schon die Sportarten dann zu machen, wo sie standen. Wir reden noch gar nicht über Inhalte, weil das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und zum anderen auch zu trainieren, wenn andere arbeiten. Mhm. Wenn, also jetzt trainiere ich morgens und habe kein schlechtes Gewissen, aber das hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich das mit meinem Gewissen vereinbaren konnte. Die anderen, die arbeiten jetzt und ich trainiere. Ja? Und von daher bin ich da so sukzessive reingewachsen. Dann freue ich mich und danke dir. Wir werden gleich nochmal alle drei hier auf der Bühne, wenn wir unseren nächsten Gast empfangen, nochmal miteinander klönen. So, dann danken wir ganz recht herzlich nochmal. Ihr bleibt bitte hier. Und hier kommt nun ein Girl, die liebt gar nicht die Show. Und trotzdem hat sie's drauf, ich find sie einfach toll. So jung und trotzdem tough, das gibet eigentlich nie. Wir heißen dich willkommen, Frau Massner-Leonie. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Leonie Massner. Jawohl, ne? Wie sich das gehört. Wie kommt denn ein junges Mädchen, und das ist ja nicht erst seit vorgestern, du bist 14 Jahre alt, wie kommt ein junges Mädchen dazu, sich so einen harten Sport auszusuchen? Also, im Kindergarten waren schon viele Freunde von uns, die mit Eishockey angefangen haben, beziehungsweise mit dem Schlittschuhlaufen. Und dann hat mein Bruder auch damit angefangen. Der Luca, ne? Luca. Und ja, dann wollte ich das auch mal ausprobieren, habe immer Spiele zugeguckt oder wie er Schlittschuh gelaufen ist. Und ja, dann habe ich auch irgendwann angefangen. Und Mama und Papa fanden das super geil oder haben die gedacht, oh nein, das schüttelte im Kopf. Ich glaube, die fanden das am Anfang nicht so gut, aber... Aber sie haben dich unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Und dann ging das, ein Pokal deines Bruders war ausschlaggebend, wo du gesagt hast, ich mache jetzt los oder ich fange jetzt an, oder? Ja, also mein Bruder hat halt schon von klein auf immer Pokale gesammelt und alles und irgendwann wurde ich halt neidisch. Und das war der Anreiz? Aha. Ja, ich bin halt sehr ehrgeizig und wollte dann auch anfangen. Das ist ein Applaus wert. Sie ist schon sehr ehrgeizig. Also, das ist... deine erste schwere Verletzung, weißt du das noch oder ist das schon abgehakt und passé? Also bis jetzt hatte ich keine schweren Verletzungen, weil ja, man hat halt viel Schutz. Ich hatte einmal mein Steißbein geprellt. Das tut ganz arg weh, ja. Ja. Wenn du, ihr spielt ja in gemischten Mannschaften, auch gegen die anderen, sind dann die Jungs zu dir, obwohl du eine Gegnerin bist, etwas anders oder hauen die auch Bodycheck egal? Ja. Also ich würde ja sagen, dass sie sogar härter gegen Mädchen halt checken und sowas. Oh. Ach so, Moment, Mädchen checken oder Mädchen checken? Das ist natürlich, glaube ich, auch so. Mädchen checken. Eine Doppeldeutigkeit, ne? Also ein Mädel checken, ja? Also nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich so zurückhalten. Ich würde eher sagen, dass die härter dran gehen. Ja. Weil die so denken, ja, Mädchen sind schwächer und ja... Aber bis jetzt ging alles gut. Du kommst damit aber klar? Ja. Okay. Ja, ganz großes Thema, das stand ja auch im Niederrhein-Anzeiger. Habe ich den Text jetzt hier, genau, den lese ich jetzt mal vor, weil ich fand das so interessant. Während Sie, also das ist jetzt schon im April oder vor April, während für die meisten 14-Jährigen jetzt nach den Osterferien der normale Schulbetrieb ansteht, bereitet sich die Dienstlagnerin Leonie Massner gerade auf einen ganz besonderen Termin vor. Die U16-Europameisterschaft im Eishockey in Finnland vom 15. bis 20. April. So, und dann erzähl mal, wie ging das los? Es fing an, wir haben darüber erzählt, mit Füssen und Trainingslager, genau. 3 Tage Leistungscamp. Ja, also wir hatten halt 3 Tage in Füssen, also Füssen ist so ja, das Center von Eishockey, sag ich mal, hatten wir ein Trainingslager, Leistungscamp, mussten da halt auch schon hartes Training machen. Wir hatten 2x am Tag 3 Stunden Training, und halt zwischendurch Essen, wir hatten Schlafenszeiten, wir hatten echt strenge Regeln. Welche zum Beispiel? Ja, wir mussten, also keine 6 Stunden WhatsApp? Nee, wir mussten um 10 Uhr unser Handy weglegen. Um 10 Uhr euer Handy weglegen? Ja.
aber ja, klatscht ihr mal. Legt ihr euer Handy um 10 Uhr weg? Ja. Nein, aber echt, da gab es dann auch Strafen? Ja, also wenn einer erwischt wurde, wenn man online war oder so, wurden halt alle Handys einkassiert. Oh, Kollektivstrafe. Genau. Oh. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Nicht passiert? Nein. Okay. Okay. Jetzt kommen wir dann, ihr seid von Füssen direkt dann auch nach Finnland geflogen? Nee, wir sind erst nach München. Nach München, okay. Ja, und dann umgestiegen? Ja, genau. Also in München haben wir uns halt alle getroffen in einem Flieger und dann sind wir nach Finnland geflogen. Und dann ging es dann mit dem Auto direkt an den Austragungsort? Ja, direkt in die Eishalle. Wir haben unsere Sachen eingepackt und hatten am gleichen Tag noch abends 2 Stunden Training. Und dann habt ihr gegen wie viele Mannschaften gespielt? Wir haben gegen 6 Mannschaften gespielt und 4 Spiele davon gewonnen. Ihr habt 6 gegen 6 gespielt, 4 gewonnen. Aber ein kleiner bitterer Beigeschmack war aber ja. Jetzt, dann meint man ja, jetzt hat man einen gigantischen Platz eingeheimst. Es war aber jetzt der 5. Ja, wir wurden warum? Halt, von 10 Mannschaften wurden wir 5., weil wir das entscheidendste Spiel gegen die Schweiz verloren haben, nach Penaltyschießen, also es ist wie im Fußball Elfmeterschießen sozusagen. Ja, ich kenne das. Ja. Okay. Ja. Und ja, also wir haben halt nicht damit gerechnet, dass wir gegen die Schweiz verlieren, weil wir haben bis jetzt alle Spiele gegen die Schweiz hoch gewonnen und das war halt ein sehr knappes Spiel und dann haben wir leider verloren und haben deswegen nur von Platz 5 bis 10 mitgespielt und ab da haben wir halt alle Spiele wieder gewonnen und wurden dann 5. Aber das verstehe ich doch nicht, die Schweiz ist doch so langsam. Ne? Nein, doch, dachten wir auch. Aber du warst dann sehr... Siehst du, man darf den Gegner nie unterschätzen, denke ich, ja, man darf ihn nie unterschätzen, man darf sich nie sicher sein. Zack, ist man raus, aber im ersten Moment warst du, glaube ich, sehr enttäuscht oder ihr wart als Mannschaft sehr enttäuscht, du warst sehr traurig, ja. Gar nicht mit. Nein. Okay, ja. Und also ist auch so mit den Kosten, glaube ich, wahrscheinlich das Gleiche auch wie in eurem Bereich. Der Verband oder gibt es da eine Community, wo man dementsprechend auch Gelder, wo es gefördert wird? Der Papa schüttelt mit dem Kopf. Ne? Also das ist alles eigene Tasche. Also der Flug nach Finnland, also wir haben halt Finnland alles bezahlt gekriegt, aber jetzt die normalen Länderspiele gegen die Schweiz, Österreich oder Tschechien, halt die Fahrt hin mussten wir immer bezahlen, wir mussten auch selber hinfahren. Du spielst aber nicht nur bei den Cobras hier in Dienstlaken, sondern du hast sogar eine, nicht die Lizenz zum Töten, sondern du hast eine Doppellizenz. Ja. Du spielst nämlich auch noch für die Düsseldorfer EG. Ja, genau, ich spiele in Düsseldorf Damen, also in Dienstlaken spiele ich halt noch mit Jungs zusammen in Düsseldorf Damen. Ja. Und die erste Bundesliga. Genau, in der ersten Bundesliga. 14 Jahre. DEG. Ja. Ja, also die DEG fördert halt das Training richtig. Also sie fördert mich mit dem Training. In Dienstlaken spiele ich halt jetzt wahrscheinlich diese Saison noch mit Doppellizenz, wenn es das noch gibt. Aber Hauptverein ist jetzt DEG. Und ja. Von da an wurde ich dann, glaube ich, auch sozusagen entdeckt für die Nationalmannschaft. Und deshalb habe ich auch diesen Sprung in die Nationalmannschaft gemacht. Schöner Abschluss erstmal für den vorletzten Teil. Leonie Massner, Bundesligistin Düsseldorfer EG, Dienstlakener Cobras, EM-Final in Finnland. Und ja, über das harte Training, wie das alles so abläuft, da unterhalten wir uns gleich nochmal zum Schluss. Ja, hast du noch was im Repertoire? Ah, sicher. So, hau rein. Dein Überschrift. Das Lied heißt Reasons. Outside and leaving it in the cold. All because of you letting me go. So now I'm lost and old. All because of you letting me go into a world I cannot stand. Because of you not holding on to me, slipping through my hands.
all because of you. All because of me. All because of us. Far too blind to see. All because of me. Too close to heart, the borders you can't see. All because of me, trying too hard to be the best that I can be. All because of me, failing to hold on to your smile, your precious smile. All because of me not being strong enough to hold you till I die. All because of me. All because of you. All because of us. Not knowing what to do. Turning back now, our backs against the wall, and we don't care. Save the world from blowing up to save our fall. No turning back now, the night is closing in, and we don't care to save the tomorrow. No way we can win. All because of you. All because of me. All because of us. Far too blind to see. All because of me. All because of you. Winter 6. im Weinrestaurant zur Alten Apotheke. Ihr lieben Gäste von Das Maß ist voll, 18. Es geht dem Ende hinzu. Wir haben aber noch ein paar Minuten und die möchte ich nochmal nutzen, um den drei Gästen nochmal das eine oder andere zu fragen und Fragen zu stellen. Und dir, lieber Olaf, vorab schon mal nochmal vielen herzlichen Dank, dass du diesen weiten Weg von Schermbeck gemacht hast. Demnächst laufen wir das, genau. Das kommt doch jetzt eine Antwort, oder? Nimmt das Mikro und sagt nichts. Ja. Wir peilen ja vielleicht an eine WhatsApp-Gruppe und dass wir uns was ausdenken, wo wir vier vielleicht was miteinander machen können. Ich finde das gut. Dann müssen wir aber auch zu Leonie ins Trainingslager, also irgendwie aufs Eis, kann ich mir mal vorstellen. Also, wenn die Presse noch dabei ist, man hört von uns Vieren. Wie auch immer, hoffentlich nicht im Krankenhaus. Hauptsache, ihr lasst mich daraus. Ja. Wie trainierst du? In Bleiwesten, habe ich gehört. Ganz kurz, Bleiweste, wie geht euer Training ab? Liegestütze und so weiter? Ja, also wir haben halt jetzt zurzeit Krafttraining, weil die Eishockeysaison erst ab September beginnt. Ja. Und haben wir halt auch Bleiwesten, die wir uns kaufen mussten. Und da machen wir halt Krafttraining wie Liegestütze. Klimmzüge. Wie viel Liegestütze machst du? Also mit Bleiweste habe ich 20 Stück geschafft. Ja, hier sagt einer alle. Ja. Im Schnelldurchgang noch ein paar Fragen. Bei den Düsseldorfern habt ihr eine englische Trainerin? Ja, also wir hatten letzte Saison zwei Spielerinnen aus der USA und dann haben wir halt das ganze Training und alle Spiele auf Englisch geredet. Ja. Ja, genau, ja. Das ist Miriam Tim. Genau. Kommt ihr damit klar? Ja. Ja, okay.
Schule im Moment leidet nicht darunter? Nee, noch nicht. Und wenn das auch so weitergeht, also ich will jetzt mein Abi machen. Ja. Also dauert ja noch ein bisschen, ja. Aber ich hab's halt im Blick. Ja. Und wenn das alles gut klappt, dann mache ich auf jeden Fall weiter mit Eishockey. Nur wenn das alles runtergeht, dann muss ich vielleicht ein bisschen weniger trainieren oder sowas. Okay. Aber ich möchte noch mal ganz kurz deine Eltern ansprechen. Das geht alles nur, weil Mama und Papa auch immer Shuttle-Service machen, glaube ich, ja. Und weil Papa auch bei der Stadtwerke arbeitet, die sehen das auch locker mal eben mal frei zu bekommen. Auch da ist es natürlich nochmal ein toller Applaus wert, nicht nur Leonie, die Tochter, sondern sowas geht auch nur, wenn Sponsoren und auch Eltern, und da kommen wir nachher gleich auch zu dir, liebe Maren. Bevor wir zu ihr kommen, er hat gerade ein Stichwort genannt, was viele gar nicht wissen. Stadtwerke. Ich habe auch bei den Stadtwerken gearbeitet. Nach 10 Jahren Schule habe ich eine Ausbildung begonnen mit 16 Jahren als Hochdruck-Rohrschlosser. Man hat aber schnell erkannt, dass ich 2 linke Hände habe und bin Fußballer geworden. Ja, dafür kann er aber mit beiden Füßen schießen. Ja, das hat auch Beckenbauer gesagt. Ne? Also Hände kann man 2 linke haben, aber ein link, ein rechts, vor allem Olaf Thon, das klappt. Ja, mit Papa und Mama an der Seite wird das auch, denke ich, funktionieren. Letzte Frage. In so einem jungen Alter, ist Doping bei euch in der Gruppe ein Thema? Wird das geahndet? Wird das beobachtet? Ja, also wir mussten halt vor der EM 4 Blätter mit, also wo halt Sachen wie Medikamente, halt was alles mit Doping zu tun hat, ausfüllen. Und ja, in 99% der Fälle werden wir halt nicht auf Doping getestet, aber es kann immer mal sein und deswegen dürfen wir auch keinen Kontakt zu den Eltern haben während den Spielen, also während den Lehrgang eher gesagt. Wir müssen uns halt komplett distanzieren und es kann alles mit Doping zu tun haben, deswegen machen wir das auch alles. Ja, das ist auch richtig, das ist auch wichtig, dass auch die jungen Leute schon direkt von vorne. War das ein Thema schon bei euch damals so? Auch? Hustensaft und solche Sachen habe ich, glaube ich, gehört. Ne? Also Uli Borowka, der ja auch schon mal hier gewesen ist, der hat ja auch so einige Sachen erzählt, ne? Wie das früher abging. Ne? Uli Borowka, vielleicht jetzt ein bisschen abschweifend, aber ich habe mein erstes Bundesligaspiel, ich habe ja in der 2. Liga begonnen und dann kam ich in die 1. Liga und das erste Spiel war am Bökelberg damals noch gegen Mönchengladbach und Uli Borowka, genannt die Axt. Genau, ja. Hat, ich gehe zu dem hin, ich habe ja vorne gespielt, er hinten, gehe zu dem hin und denk an nichts Böses, da sagt er zu mir, heute breche ich dir beide Beine. Ja, ja. Also das war die Begrüßung von der Axt. Ich glaube, das hat er sogar damals noch erzählt, aber dass du das machst, das wusste ich gar nicht. Der hat ja eine... Ich bin gesprungen, das ganze Spiel wie ein Reh. Aber nicht so. Nicht so. Das in der WhatsApp-Gruppe üben wir das auch noch. Wobei, der Kaiser hat wirklich elegant gespielt. Ja, das wollen wir auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist ganz klar. Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Immer sehr humorvoll, sehr belustigend. Dir nochmal herzlichen Dank. Und abschließend, liebe Maren, wir haben ja gesagt, Ernährung. Wie ernährst du dich? Natürlich, McDonald's ist für dich wahrscheinlich Sünde pur, oder? Ich verbiete mir gar nichts, aber man muss natürlich sich sehr zielgerichtet ernähren und alles im Maßen ist okay. Ja? Also ich trinke auch Alkohol, ich esse auch Süßigkeiten, aber halt einmal die Woche und nicht jeden Tag. Ja. Und hast du gerade gesagt, und alles im Maß ist okay? Also, Schokolade, Hamburger... Wie hieß der Stolperknabe. Stolperknabe. Da können wir nochmal drüber reden. Du bist sehr kräuterlich. Nein. Aber vielleicht gönne ich mir dann nachher einen Rotwein, aber dann ist das halt das Kontingent für die Woche schon. Das ist die Woche. Ja, normalerweise, sag ich mal, wenn ich die ganze Woche über diszipliniert und artig war. Ja. Dann gehe ich sonntags zur Bude, hole mir eine gemischte Tüte und trinke einen Rotwein und gucke einen Tatort. Ehrlich? Ja? Oh, siehste. Ein toller Einblick von der Triathletin, Ironman-Finisherin. Wie viel Ironman hast du, an wie viel hast du teilgenommen? Weißt du das so aus dem Stehgreif? Wurde ich heute schon mal gefragt, habe ich nicht gezählt. Ich würde sagen, so zwischen 15 und 20. Du hast gesagt, deine Medaillen, das ist das Stichwort auch gleich für Axel Wolf, in ein paar Minuten kommt Axel Wolf, einer unserer Pächter hier, oder einer der Pächter natürlich hier von Mars. Ihr bekommt eine, dann sage ich jetzt noch nicht, was ihr bekommt, aber das geht in die Richtung zu dieser Medaille. Du verschenkst deine Medaillen, stimmt das oder ist das nur ein Gerücht? Nee, das ist richtig. Ich verschenke meine Finisher-Medaillen und Caro,
erinnere ich mich richtig, deine Tochter hat auch eine? Ah. Ja, und noch eine Triathlon-Kollegin, da habe ich auch mal, ja genau, die Haarwänder und Mitbringsel, das bringe ich immer Kindern mit. Olaf. Und das macht der Wagner auch nach verlorenen Endspielen von Bayern München. Ja, aber das ist ja. Ich sag mal, im Profifeld bei Ironman-Veranstaltungen habe ich jetzt mittlerweile 8 zweite Plätze ergattert. Zweite ist der erste Verlierer. Vielleicht verschenke ich auch deshalb meine Medaillen. Ich bin zufrieden mit dem Podiumsplatz, aber ja, so ein Sieg, der fehlt mir noch. Und vielleicht würde ich ja diese Medaille behalten. Danke, liebe Marin Hufe. Und auch nochmal danke an die Eltern, die heute auch hier sind. Das ist nämlich deine, wenn das nochmal abschließend kommt, deine Entourage, die dich begleitet, schon seit vielen Jahren. Ja, das ist Marin Hufe. Du bist auch Sportlerin des Jahres in einem gewissen Bereich gewesen. Ein Wort, wie nennt er sich? Das ist wirklich immer zum Abschluss. Ja, nach dem 11. Platz Hawaii und beste Deutsche wurde ich von der deutschsprachigen Triathlon-Community, also Deutschland, Österreich, Schweiz, auf den 3. Platz gewählt zur Sportlerin des Jahres. War natürlich eine tolle Ehre, weil dadurch sieht man, dass man halt auch jetzt überregional Beachtung findet und ein tolles Kompliment für mich. Marin Hufe, Axel Wolf wird noch was vorbereiten, Leonie Massner, Olaf Kohn, komm ruhig nach vorne oder hier. Und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken, auch mit einem fetten Applaus. Du kannst aber erst nochmal. Ja, liebe Leonie, Frau Hufe, lieber Olaf Thorn, ich habe hier eine kleine Erinnerung. Ich hoffe, dass die Medaille nicht verschenkt wird. Ich betrachte das mal als ersten Platz. Und zwar, die Kneipe ist hier 200 Jahre alt, einer der ältesten Kneipen überhaupt hier am Niederrhein. Und wir haben uns mal erlaubt, da so eine Medaille rauszubringen. Und ich hoffe, dass die einen kleinen Ehrenplatz bei dir finden. Und ein bisschen sich, vielleicht erinnerst du dich dann an diesem Abend heute, an diesem heißen Abend. Ja. Da steht ein bisschen was über die Geschichte von dieser Kneipe drin. Und hinten ist das Stadtwappen von Dienstlaken drauf, Herr Heidinger. Hey, ja. Vielleicht erinnert sich das ein bisschen an die schöne Stadt Dienstlaken. Ganz für dich, Leonie, ja. Auch deine, ich weiß nicht, deine erste Medaille oder? Nein. Nee. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, auch bei dir, lieber Olaf, wir sind natürlich hier eigentlich, habe ich dir vorhin schon gesagt, eine MSV-Kneipe. Hier gibt es den ältesten MSV-Stammtisch überhaupt, aber die Wirte sind alle Schalke 04. Also, ah. Ich oute mich. Ja, nochmal auch. Vielen Dank, dass ihr da wart für uns. Ne? Vielen Dank, lieber Olaf. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr einen tollen Job gemacht habt. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Axel Wolf und auch die anderen zwei Geschäftsführer und Pächter. Sie können gleich im Klatschmodus bleiben. Ein riesengroßes Dank, wie im Lied beschrieben. Ohne Sponsoren läuft das nicht. Stadtdienstlaken, Fachdienstkultur, Bürgermeister Dr. Heidinger und auch heute vertreten der Fachdienstleiter Stefan Hutmacher. Dann die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe mit dem Vorstand Herr Wagner und heute der Generalbevollmächtigte Reinhard Hofacker. Die Helmich-Gruppe, Marc Helmich auch da gesehen dabei. Vielen herzlichen Dank, lieber Marc. Immer wieder dabei, immer wieder gerne nächstes Jahr dabei. Und Pico Cosmetics, Stefan Pikas und Verena Kogler, die ich heute nicht gesehen habe, aber das spielt keine Rolle. Danke an die Unterstützer, Gaststätte Maas und das Thekenteam. Axel Wolf, Gerd Koch, Ludger Hullermann und alle, die hinter der Theke stehen, deren Namen ich leider so schnell nicht abrufen kann. Im Quadrat, Agentur Goldenhaus, Neutor Galerie, Friseur Schürmann, Weinrestaurant zur alten Apotheke, für die Gäste gibt's noch Kleinigkeiten gleich. Mercedes Becker und Stopka, Reservix, Foto Wolf gesponsert, hat die Fotos gemacht, Jörg Pöter, so, jetzt haben wir's. Wir werden das in Facebook natürlich auch bald sehen. Und Kai Daufermann ist derjenige mit der Kamera. Dirk Pöter, der Fotograf. Technik und Licht, Marius Füssel. Peter, der Bühnenaufbauer und Hauselektroniker, der ist nicht da, trotzdem möchte ich ihn nennen. Und natürlich unser Melvin Schulz, genannt Manningmann, der mittlerweile 17 Mal bei uns ist. Und ein riesengroßes Danke geht natürlich an unsere Gäste, Leonie Massner, Marin Hufe, und Olaf Thon. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind, dass Sie bei uns waren.
Und jetzt schon die Vorschau für das nächste Mal. 19. September, Jörg Bausch, das wird schlagerlastig. Also, die, die Klassik mögen, bleiben draußen. Die da Schlagermärchen kommen rein. Und dann am 28.11. haben wir Der Preis ist heiß, Harry Weinfurt, zu Gast bei Das Maß ist voll. Danke, dass ihr hier seid. Einen schönen Abend. Wir bleiben noch hier gerne. Wir machen noch Fotos. Erstmal mit den Fotografen und dann gerne Selfies mit den anderen. Kommt, wer gehen muss, geht gerne nach Hause. Wer hier bleiben darf und soll, wir freuen uns. Ihr Roland Donner. I've dreamed that I might live a life without your lights, a life that's not worth fighting for, and I never would have dreamed that someday I might miss you, someday I might miss you.